Geht. Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Also ich habe heute ein bisschen vergessen zu filmen. Also heute ist Samstag. Ich nehme euch morgen dann auf den Sonntag mit, was ich mache. Ich weiß noch nicht richtig, was ich mache. Aber ich nehme euch auch heute Abend auf den Abend mit. Mal sehen. Also ich gehe mit Freunden raus. Ich nehme euch einfach mit. Und ich hoffe, ihr enjoyt das Video. Viel Spaß. Falls ihr aber trotzdem wissen wollt, wie mein Tag heute war, ich war Basketball spielen. Okay, ich hab so erst gegen 12 Uhr gegessen, Frühstück. Und dann war ich Basketball spielen. Boah, das war schon lang, 4 Stunden glaube ich. Also jetzt kann ich auch eigentlich gar nicht mehr, aber wir gehen trotzdem raus und treffen uns einfach so. Und ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und ja, und danach bin ich halt duschen gegangen. Und ja. Hatte gerade Abendessen mit meiner Gastfamilie und ich freue mich jetzt auf den Abend noch. Ich bin jetzt hier auf dem Weg zum Bus, musste ein bisschen rennen, weil ich sonst den Bus verpasse, aber jetzt bin ich hier und es regnet sehr, sehr doll, also wird schwer ein bisschen zu filmen, aber wir gehen zum Glück zu so einem Gebäude oder es ist, ich weiß nicht, was das ist so richtig, aber es ist ein Gebäude und da kann man so ein bisschen drunter chillen, ist eigentlich ganz cool. Und ich wollte euch noch was sagen. Es wurde irgendwie bei uns, also bei mir hier im Ort, wurde es jetzt so eingeführt, dass. Oh, da ist der Bus. Das. Oh, da ist der Bus. Scheiße. Ich muss auf Link. Ciao. Ich habe zum Glück den Bus gekriegt. Und zum Glück regnet es im Bus nicht. Sonst wäre ich sehr, sehr nass. Aber ich bin so oder so nass. Aber ja, man sieht es, glaube ich, nicht. Aber da. Sind Clara und Clemens, da ist Younes und da ist noch Tom und ich weiß gar nicht, wie der Name von dem Mädchen heißt. Aber ja, Anton kommt nach und he will say something to this vlog. Slug? To this vlog, to this vlog. No, I'm good. Say hi, just hi. 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 Oh. Wir sind jetzt hier noch bei Dominos und ich habe mir da was bestellt, eine Cheesepizza. Again. Und ja, wir warten jetzt auf eine Pizza und dann essen wir das. Meine Pizza ist jetzt da. Ich habe nur noch einen Drink. Props gehen raus an Dominos. Ich bin jetzt hier bei der Hälfte angekommen und kann gar nicht mehr. Ich habe hier auch noch so einen Dip bestellt. Cola. Und jetzt kann ich nicht mehr. Ich glaube, ich nehme das einfach mit nach Hause. Lass Clara. Sie genießt auch ihr. Was hast du dir bestellt? Was hast du dir bestellt? Cheesy Garlic Picker. Okay. Das schmeckt bestimmt auch gut. Und ja. Ich fahre jetzt hier mit dem Bus zurück. Und es regnet immer noch sehr doll. Also renne ich wahrscheinlich nach Hause gleich. Und wir sehen uns dann nochmal. Da kann ich dann nochmal was sagen zu dem Abend einfach. Ich bin jetzt hier zu Hause angekommen, nach einer Weile. Mittlerweile ist es 11 Uhr nachts, also 11 Uhr, sagen wir 23 Uhr. Ja, und jetzt bin ich sehr müde, jetzt gehe ich ins Bett, glaube ich. Ich gehe jetzt schlafen, bin sehr müde, wir sehen uns dann morgen. Habt eine gute Nacht, tschüss. Was geht? Guten Morgen. Ich war jetzt gerade duschen, es ist mittlerweile 12:30 so etwa. Dann gehe ich gleich raus mit einem Freund. Wir gehen ein bisschen bummeln so durch die Stadt, weil wir nicht so richtig einen Plan haben heute. Außer, dass wir abends wieder ins Kino gehen. Das ist sozusagen der kleine Plan. Ihr werdet unterhalten. Übrigens, meinem Arm geht es auch wieder sehr, sehr gut. Ich kann ihn überall hin bewegen. Habe keine Probleme mehr richtig damit. Soll jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Sport mache. Dass der nicht zu überbelaste, aber die haben das super gemacht und ich kann den auf jeden Fall jetzt bewegen wieder. Habe mir jetzt hier 2 Nutella-Toaste gemacht um 1.
muss man dazu sagen. Aber heute ist einfach ein bisschen chilliger Tag. Kleines Wasser noch. Und das werde ich jetzt essen. Und dann gleich treffe ich mich mit Anton. Und wir fahren in die Stadt. Für mich geht's jetzt raus. Und ja, ich nehme den Bus jetzt mit Freunden. Und dann fahren wir mit dem Bus in die Stadt und bummeln da erst. Und danach gehen wir dann noch ins Kino. Wahrscheinlich, weiß ich noch, wissen wir nicht ganz, aber wahrscheinlich schon. Was ich übrigens gestern noch sagen wollte, bevor ich in den Bus reingestiegen bin, dass bei uns jetzt im Ort sowas eingefügt worden ist. Wir müssen keine Masken mehr tragen. Das irgendwie ist ganz cool, mal ohne Maske in den Bus frei einzusteigen oder so einfach, weiß nicht. Das war ganz cool. Muss mal wieder zum Bus rennen, weil ich den Bus sonst verpasse. Ich laufe immer zu früh, ist zu spät los. Bin jetzt angekommen an der Bushaltestelle. Anscheinend doch zu früh gewesen. Aber besser als zu spät. Ich nehme jetzt gleich den Bus auf jeden Fall. Den Bus mit Tom und Anton. Wir gehen jetzt erst zu Value Village. Das ist so ein Secondhand-Shop. Und da kann man ganz coole Klamotten kaufen noch. Sind relativ gut in Form noch. Und danach gehen wir zu Bubble Tea. Ja. Und trinken Bubble Tea. Also ich wäre mein erster jetzt sozusagen. Jetzt mal gucken, ob das schmeckt. Gib dann auch eine kleine Bewertung ab. Und Anton auch. Anton ist auch dein erster dann heute, oder? Ja. Und ja, wird auf jeden Fall cool. Freue mich. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wir sehen uns. Wir waren jetzt hier bei Value Village, haben uns, also Tom hat sich ein T-Shirt gekauft und wir waren uns, Anton und ich, waren uns aber nicht so richtig sicher. Vielleicht kaufen wir uns auf dem Heimweg das T-Shirt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu Bubble Tea, zu meinem ersten Bubble Tea und den probieren wir jetzt. Erster Eindruck vom Bubble Tea, es riecht hier sehr, 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 sehr chemisch. Und ja, muss mal gucken, wie das so schmeckt. Aber ich gebe gleich eine Bewertung. Was hole ich mir jetzt überhaupt für einen Bubble Tea? Am besten. Welchen empfehlst du mir? Ich empfehle dir Honey Green Tea. Okay. Honey Green Tea. Okay, dann nehme ich den mal. I take Honey Green Tea. Wir haben jetzt halt keine Bubbles mehr. Aber wir haben jetzt trotzdem einfach einen Bubble Tea genommen. Ohne was? Ohne diese Bubbles. Ohne die Bubbles. Ich weiß nicht, was er damit meint, aber probieren wir dann ein anderes Mal aus. Ich habe jetzt hier noch so eine Karte bekommen. Hab einen Stempel. Und was ist, wenn ich alle Stempel habe? Dann kriege ich einen Free Bubble Tea. Dann muss ich erstmal 7 kaufen. Wir haben unseren Green Tea jetzt bekommen. Sieht so aus. Wir setzen uns hier hin, oder? Okay, dann nehmen wir den ersten Sip. Was sagst du? Was ist das? Der Geschmack ist gut. Und das Jelly ist auch lecker. Mango schmeckt so geil. Ja. Okay. Ja. Ja, komm, also. Ja, okay, es ist so für mich, wenn ich jetzt sagen müsste von 1 bis 10, würde ich so sagen. Ehrlich sein. Eine 7,5. 7, glaube ich. Okay. So eine 7. Was war das? Was sind das für Stücke da? Das ist das Jelly. Coconut Jelly ist das. Okay, soll man das beißen oder runterschlucken? Ja. Beißen und dann runterschlucken. Ja, kaum. Okay. War ganz lustig, oder? Ja, so 7,5 kann man sagen. Was gibst du? Ist schon eine 8. Schon eine 8? Aber es wäre geiler, wären diese schwarzen Dinger da gewesen. Was sagst du? Eine 8. Eine 8? Ich finde die Bubbles besser, diese. Okay. Ja, machen wir dann nochmal ein anderes Mal. Heute war irgendwie was ausverkauft und das machen wir dann nochmal ein anderes Mal. Wenn ich Anton wäre, würde ich dem keine 8 geben, weil Anton hat einen anderen Geschmack als ich. Ich würde dem mindestens eine 6 geben.
Digga, das ist. Digga, meiner ist, meine nicht ist so einfach cool. Viel süßer, Mann. Ich finde, der ist cooler. Unser ist cooler, oder Tom? Mhm. Wir waren jetzt da in diesem Park, haben unseren Bubble Tea ausgetrunken. Wir gehen jetzt hier Richtung. Einfach die Brücke hier rüber. Und gehen dann in so ein kleines Café. Fahren dann auf den Bus, der uns zum Kino bringt. Schön, sehr schön. Wir sind jetzt hier in Courtenay, in einer kleinen Stadt. Wir gehen in die Richtung, weil es da anscheinend, weil nee, da waren wir ja schon mal auf. Nee, da gibt es nicht anscheinend, da ist wirklich so. Gibt es da ein sehr, sehr gutes Eis. Und das holen wir uns jetzt nochmal. Wir sind jetzt hier bei Dairy Queen. Das, wenn wir diese ganzen Tage holen. Was ist, wenn wir die hier holen? Ey, wie viel kostet sowas? Ey, eigentlich will ich sowas wirklich mal holen. Weil müssen wir uns echt holen, bevor wir hier weggehen. Thank you. Habe mir jetzt so ein Eis geholt. Ich glaube, ich schaffe eh nicht alles, also kriegt ihr auch was ab. Ich habe mir so ein großes Eis geholt, aber schaffe das, glaube ich, nicht mehr. Oder ich schaffe es noch, aber es wird schwierig, weil es sehr, sehr groß ist. Sonst hole ich mir immer so eine Size, weil ich bin ja, also wir sind nicht hier oft, aber wenn wir hier sind, hole ich mir immer Medium. Ich dachte, ich hole mir heute mal Large, weil ich irgendwie, weiß nicht. So, einfach für alle. Aber die können auch nicht mehr so richtig. Die haben irgendwie keine Lust auf Eis. Und jetzt muss ich das Ganze alleine essen. Mal sehen, ob das was wird. Wir sind jetzt hier an der Bushaltestelle. Der Bus bringt uns Richtung Kino. Und den nehmen wir jetzt auf jeden Fall gleich. Kommt in 5 Minuten. Dann gehen wir ins Kino. Freust du dich auf den Film? Jo. Wie heißt der Film, den welchen wir gucken? Uncharted. Uncharted? Mit Tom Holland. Wird gut? Ja. Okay. Wir sitzen jetzt hier im Kino und wir haben uns so ein paar Snacks geholt. Ich habe mir Nachos mit Cheese Cream. Sehr, sehr geil, kann ich jedem empfehlen. Und wir sitzen jetzt hier im Kino. Da ist die Leinwand. Du hast es total verkackt mit Film. Ja, nix Cream. Oh. Okay, wir sind jetzt aus dem Kino draußen. Wir sind jetzt hier an der Bushaltestelle und mein Gastvater holt uns ab. Ja, es war sehr, sehr cooler. Es war ein sehr, sehr cooler Film. Kino war auch sehr cool. Sehr, sehr coole Stühle auch wieder. Wir konnten uns so richtig hinlegen, wie auf, wenn wir auf dem Bett wären in unserem Zimmer. Wir werden jetzt abgeholt und sind dann so gegen 9 Uhr zu Hause. Ich bin jetzt zu Hause angekommen. Mein Gastvater hat uns abgeholt. Und jetzt gehe ich einfach nur schlafen. Ich kann nämlich gar nicht mehr. Und ja, das war so mein Vlog. Ich habe euch einfach auf einen Tag und eine Nacht mitgenommen. Mal wieder aus meinem Leben. Und mich freut es sehr, dass ihr das Video geguckt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Lasst gerne einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt. Also ja, ich werde sie beantworten und habt einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Ich gehe auf jeden Fall schlafen. Ciao, bis zum nächsten Mal.